Faktorinvesting ist ein klarer Trend im Asset Management. Doch was steckt eigentlich dahinter? Das klären wir heute auf. Bei Aktienportfolios trifft man öfter auf Faktorinvesting. Was ist der Unterschied zum klassischen Prozess der Aktienselektion? Ja, der Unterschied ist am Ende gar nicht so groß. Ein normaler Portfoliomanager, der würde klassisch sich Unternehmen anschauen, indem er sich fragt, wie wettbewerbsfähig sind die Unternehmen, wie ist der Wettbewerb, gibt es große Hürden, in diesen Wettbewerb einzutreten, wie ist die Profitabilität, wie ist die Bewertung, wie ist die Bilanzqualität. Das sind ja quasi die Punkte, die sich ein klassischer Portfoliomanager anschauen würde. Und Faktorinvesting macht das im Prinzip auch. Auch da guckt man sich Faktoren an, die quasi performance-relevant sind, wie Bewertung, Profitabilität, Bilanzqualität. Aber man macht das auf eine extrem systematische, mathematische Art. Das ist eigentlich der einzige Unterschied. Der Portfolio-Manager bringt immer noch ein bisschen Intuition mit in die Entscheidungsfindung hinein. Und im Faktorinvesting schaut man sich eigentlich auch diese klassischen, meistens fundamentalen, performance-relevanten Faktoren an, so nennt man das, aber das eben in einer sehr mathematischen Auswertung, sodass Emotionen herausgenommen werden und man etwas zielgerichteter vielleicht auf verschiedene Themen fokussieren kann, weil man glaubt, dass gerade diese Themen möglicherweise aktuell besonders performance-relevant sind. Wie haben sich in den letzten Jahren mit Faktoransätzen gesteuerte Portfolios entwickelt? Die Frage kann man pauschal gar nicht so richtig beantworten, weil es gibt ja nicht den Faktor, sondern es gibt viele Faktoren, jetzt kann man sich streiten, wie viele Faktoren das sind. Es gibt wissenschaftliche Ansätze, die sagen, es gibt einige hundert. Ich denke, das ist Quatsch. Meistens kann man die wieder reduzieren auf Metafaktoren. Wahrscheinlich gibt es am Ende so richtig 6, 7, 8, 9 unterschiedliche Faktoren, die wirklich voneinander unterschiedlich sind im ökonomischen Gehalt. Aber auch da kann man natürlich dann nicht sagen, wie haben sich diese Portfolios entwickelt, weil die einen Portfolios waren mehr auf den Faktor A getrimmt, andere mehr auf den Faktor B. Und ganz viele Portfolios haben sogar versucht, alle möglichen Faktoren gleichzeitig abzubilden oder zu vereinnahmen. Das ist auch ein Ansatz, den wir bei Warburg durchaus präferieren. Das hätte aber in den letzten 2 Jahren den Nachteil gehabt, dass immer auch der Faktor Value natürlich mit dabei gewesen wäre. Das ist ein sehr wichtiger, klassischer Faktor, den man in Multifaktoransätzen immer logischerweise mit dabei hat. Das Thema Bewertung. Und gerade das Thema Bewertung hat die letzten 2 Jahre überhaupt nicht funktioniert. Dafür gibt es viele Gründe. Der Hauptgrund ist wahrscheinlich der sehr tiefe, teilweise negative Zins zusammen mit der super expansiven Geldpolitik. Das hat die Fähigkeit, mit dem Value-Faktor im Performance zu produzieren, deutlich reduziert. Das heißt, alle Faktoransätze, die auch Value mit dabei hatten als relevanten Faktor, die haben in den letzten 2 Jahren tendenziell unterdurchschnittlich gut performt. Gibt es Faktoransätze, die in der Zukunft besonders gut funktionieren sollten? Die Frage ist super, die kann man leider auch nicht pauschal beantworten, weil man bräuchte eigentlich eine Kristallkugel, die einem dann sagt, welcher Faktor die nächsten Monate und Jahre besonders gut funktioniert. Das kann man nicht perfekt prognostizieren. Wenn man das könnte, dann wäre man sehr schnell superreich und dann würden es alle machen und dann würde es auch wieder nicht funktionieren. Also leider gibt es nicht die Möglichkeit, sehr gute Prognosen abzuleiten, welcher Faktor in Zukunft besonders gut funktionieren wird. Aber man kann ein bisschen immer aus der Vergangenheit lernen. Man kann schauen, welche Faktoren funktionieren aktuell, welche Faktoren haben die letzten Monate, auch die letzten Jahre einen Mehrwert geliefert, wenn man Portfolios daraufhin ausgerichtet hätte. Und das Schöne ist, dass sich sowas nicht von Tag zu Tag ändert. Das sind, ich sag mal, Regime, die ändern sich im Zeitverlauf, aber eben nicht von Tag zu Tag. Sodass man durch die Beobachtung, was in der jüngeren Historie funktioniert hat, durchaus Hypothesen anstellen kann darüber, was die nächsten Wochen, Monate oder auch Quartale auch im Faktor-Investing-Bereich funktionieren wird. Sodass man dann mit adaptiven Verfahren, die quasi versuchen, aus der Vergangenheit ein wenig zu lernen und diese Sachverhalte in die Zukunft, in die nahe Zukunft zu interpolieren, damit kann man durchaus einen Mehrwert generieren. Und das ist auch ein Forschungsbereich, bei dem wir uns bei Warburg intensiv Moment damit beschäftigen.